Hallo meine Lieben, heute werde ich jetzt mal keine große Ansprache hier leisten, denn sie wäre auch einfach nicht angebracht. Ich möchte über ein Thema sprechen, beziehungsweise einen Menschen. Oh Gott, der nicht mehr unter uns ist, der von den Medien kaputt gemacht wurde, obwohl er einfach nur für Aufklärung gesorgt hat. Ich weiß, dass dieses Video passt nicht wirklich zu dem Content, den ich hier poste. Es hat ein wenig was mit Spiritualität zu tun, weil ich meiner Meinung nach war dieser Mensch auch spirituell sehr zur Natur hingezogen, aber er war auch Wissenschaftler. Ich möchte heute über Clemens Awe sprechen, der Biologe und Autor, großartiger Autor, der sich am 18. Februar das Leben genommen hat. Ich muss mich selbst ein bisschen zusammenreißen. Ich spreche jetzt einfach mal drauf los. Ich werde dieses Video auch nicht großartig schneiden, wenn überhaupt. Außer ich fange an zu weinen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, er ist mit 42 Jahren, hat er Suizid begangen, aufgrund der Medien. Aber ich fange mal an von vorne. Ich weiß nicht, vielleicht kennen manche von euch Clemens Awe. Clemens Awe war auch öfter mal mit Wolf-Dieter Stoll in Videos zu sehen. Die kannten sich scheinbar auch relativ gut, haben sich sehr gut verstanden. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch von Wolf-Dieter Stoll sehr viel halte. Und ich habe auch Clemens Awe unglaublich gerne verfolgt. Damals bin ich auf ihn gekommen. Es war ein Video mit Wolf-Dieter Stoll tatsächlich, wo dann auch sein Buch, also das Buch von Clemens Awe, vorgestellt wurde. Heilungscode der Natur, ein großartiges Buch, was ich jedem ans Herz legen kann. Und wer sich dafür interessiert, ich verlinke es übrigens mal unten in der Infobox, denn in diesem Buch, das hat mich total fasziniert damals, als ich in diesem Interview zugehört habe, beziehungsweise es mir auch angeschaut habe über YouTube. Das gibt es bestimmt noch. Clemens Awe ist, wie eben schon erwähnt, Biologe und ein absoluter gutherziger, warmherziger Naturfreund. Sehr, sehr naturverbunden. Und in diesem Buch geht es darum, dass ja oftmals gesagt wird, ja, der Wald, der heilt, der Wald macht gesund. Und er ist dem Ganzen wirklich auf die Spur gegangen und hat geschaut, okay, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Clemens Awe war für mich ein unglaublich besonderer Mensch, so der Inbegriff von wie Wissenschaft und Spiritualität in Anführungsstrichen. Ich finde es nicht spirituell unbedingt, wenn man sich zur Natur hingezogen fühlt, denn wir kommen von der Natur. Also wir kommen von der Natur so. Aber er hat beides wirklich so wundervoll zusammengebracht. Er hat beides richtig in Einklang gebracht und hat durch seine Bücher versucht, das den Menschen wirklich näher zu bringen. Ich kann seine Werke alle wirklich nur wärmstens empfehlen. Und naja, dann irgendwann fing es an mit Corona. Wie ich schon erwähnte, er war Biologe und er hat auf seinem YouTube-Kanal, der existiert auch noch, die meisten Videos, die er damals hochgeladen hat, existieren nicht mehr. Er hat aufgeklärt. Er hat nicht aufgeklärt in Form von irgendwelchen haltlosen Behauptungen oder Verschwörungstheorien, die, wie gesagt, gar keinen Halt haben. Was ich sehr, sehr geschätzt habe. Erst einmal seine unglaubliche Ruhe, wie er berichtet hat. Man hat ihm unglaublich gerne zugehört. Er hat versucht, sehr klar zu erklären. Er konnte klar erklären. Und er wollte nicht die Menschen von irgendwas abhalten oder abbringen, sondern er wollte lediglich aufklären. Er hat über Impfung im Generellen aufgeklärt. Er hat auch zu dem Zeitpunkt ein kleines Büchlein rausgebracht, was nochmal auch die Impfungen erklärt. Zwischen den herkömmlichen Totimpfstoffen und den neuen mRNA-Impfstoffen. Und da fing das Ganze schon an. Das Ganze fing an mit, ja, der spricht ja nur so schlecht über die mRNA-Impfstoffe, weil er sein Buch gut vermarkten möchte. Wo ich mir denke,
Das können, glaube ich, nur Menschen sagen, die jetzt nicht gerade viel Ahnung davon haben, wie viel man mit einem verkauften Buch verdient. Das sind Pfennigbeträge, was der Autor am Ende des Tages in die Tasche bekommt. Er hatte jetzt keine riesigen weltweiten Bestseller rausgebracht. Man hat wirklich gemerkt an seinen Werken, er wollte einfach nur Menschen aufklären, er wollte die Unklarheit hinwegwischen, er wollte Menschen einfach nur helfen. Mehr war das nicht. Und was sehr zu schätzen war in seinen Videos, in seinen Büchern, führt er überall, gefühlt unter jeder Aussage, die er trifft, Studien an. Alles war immer in den Infoboxen verlinkt zu sämtlichen Studien, woher, was und. Er hat nie einfach irgendetwas aus dem Zusammenhang gerissen und reingepackt. Es gab eigentlich meiner Meinung nach, und ich bin schon ein sehr, sehr kritischer Mensch, gab es keinen Grund, ihn anzugreifen. Aber genau das wurde von den Medien gemacht. Wer sich, ich meine, es ist nicht lange her, die ganze Thematik mit Corona. Man hat gemerkt, es sind Familien auseinandergebrochen währenddessen, nur weil man eine andere Meinung hatte. Es wurden Menschen komplett ausgeschlossen aus der Gesellschaft und so weiter. Und auch Wissenschaftler, die eine andere Meinung hatten, obwohl sie studierte Wissenschaftler waren, sie haben dieses Fach studiert. Sie waren nicht weniger Wissenschaftler als andere Wissenschaftler, die die gegenseitige Meinung vertreten haben. Sämtliche Wissenschaftler, egal was sie für einen Rang und Namen hatten, vorab. So, jetzt ging gerade doch meine Kamera aus, deswegen könnte das Bild jetzt ein bisschen anders sein. Aber ich versuche da weiterzumachen, wo ich gerade stehen geblieben bin. Also, diese Wissenschaftler, die sich getraut haben, zu der Zeit ihre Meinung zu äußern, studierte Wissenschaftler, möchte ich noch mal dazu sagen, es war wie eine Hexenverfolgung. Sind wir mal ehrlich, das Ganze war wie eine verdammte Hexenverfolgung. Sie wurden in den ganzen Medien schlecht geredet, ihnen wurde alles abgesprochen, wurden so gut wie sogar ihre Titel abgesprochen. Manche haben sogar ihre Titel verloren, nur weil sie die falsche Meinung vertreten haben. Ihnen wurde gedroht, auch Clemens Awe, wenn ich das noch aus vergangenen Videos im Kopf habe. Ich habe mir alle seine Videos damals alle angeschaut, manche sogar mehrfach. Auch ihm wurde gedroht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber er ist da nicht der Einzige gewesen. Manche sind sogar aus Deutschland geflohen. Es war der Wahnsinn. Und warum? Nur weil sie eine andere Meinung hatten. Eine andere Meinung, die sie auch belegen konnten, die sie erklären konnten. Das waren Menschen oder das sind Menschen, die Ahnung von ihrem Fach haben, genau wie die anderen Wissenschaftler. Aber ihnen wurde alles abgesprochen. Und genau so war das auch bei Clemens Awe. Ich habe es damals noch mitbekommen, dass er hinterher wirklich ins Kreuzverhör genommen wurde, beziehungsweise ins Kreuzfeuer. Man kennt vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Online-Zeitung ist, zumindest man kennt den Volksverpetzer. Das sagt bestimmt vielen etwas. Der hat damals einen Artikel veröffentlicht über ein Video von Clemens Awe, wo er aufklärt. Ich habe mir diesen Artikel durchgelesen. Ich kannte das Video von Clemens bereits vorab. Im Detail kannte ich es und ich habe mir diesen Artikel durchgelesen, dachte ich, wow. Wie kann man einem Menschen so krass die Worte im Mund verdrehen? Wie es dieses Magazin, Online-Magazin getan hat. Viele weitere Beiträge waren sehr ähnlich. Ihm wurden Dinge im Mund verdreht. Er wurde einfach nur schlecht geredet. Ich glaube, es war sogar ein Volksverpetzer, wo sich darüber lustig gemacht wurde, dass er manchmal auch Ukulele gespielt hat. Ja, Clemens Awe war musikalisch.
Soviel ich weiß, spielt er Klavier, Harfe, Ukulele. Ich meine, das war eine Ukulele. Wo ich mir denke, warum macht man sich darüber lustig? Was ist so lustig, wenn man ein Musikinstrument spielt? Nur weil er da nicht im weißen Kittel vor der Kamera saß, in irgendeinem Labor stehend. Also, er wurde wirklich von Medien und überall zerpflückt. Und sein Psychologe sagte sogar, der Herr Bonetti, dass schon vor 1,5 Jahren ungefähr fing es an, dass Clemens öfter weinend ihn angerufen hat und einfach am Ende war. Weil Clemens Ahwey wurde alles abgesprochen, was er war, was er konnte. Er wurde einfach nur noch im Kern vernichtet von den Medien. An ihm wurde kein gutes Haar mehr gelassen und gar nichts. Man hat nicht mehr auf das geschaut, was er wirklich tut, an welchen Studien er sich beteiligt. Und ja, er war an vielen Studien mit beteiligt, an vielen Projekten. Und ich muss wirklich sagen, immer wenn er davon erzählt hatte, dachte ich mir, wow, ich kann es überhaupt nicht abwarten, bis bestimmte Sachen wieder rauskommen, bis von bestimmten Thematiken berichtet wird. Weil ich hatte wirklich immer das Gefühl, dass er einen so wichtigen Teil dazu beigetragen hat, die Menschen wieder näher an die Natur zu bringen. Wir leben in einer Gesellschaft, die extremst wissenschaftlich orientiert ist. Solange es nicht wissenschaftlich belegt ist, kann es ja nicht existieren. Und Clemens Ahwey hat wirklich diese beiden Aspekte unglaublich gut vereint. Und ja, er war ein sensibler Mensch und nicht im negativen Sinne. Ich weiß, Sensibilität oder oh, du bist sensibel, wird hierzulande sehr häufig mit was Negativem assoziiert, so, oh, du bist sensibel. Dabei ist Sensibilität was unglaublich Kostbares. Und er hinterlässt eine Frau und einen Sohn mit 42 Jahren. Und ich finde das so heftig, weil wir wissen alle, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, auch Wikipedia, auf Wikipedia wurde er fertig gemacht wie sonst was. Wie gesagt, ihm wurde alles abgesprochen. Alles. Und wir wissen alle, dass all diese Menschen, die dazu beigetragen haben, zu diesem Cybermobbing, zu den Drohungen ihm gegenüber, dass diese Menschen niemals zur Rechenschaft gezogen werden. Und das, finde ich, ist einfach mit das Schlimmste überhaupt. Es wird noch nicht einmal in den Nachrichten berichtet davon, weil warum sollte man über jemanden berichten, naja, der nicht gerade die Meinung vertreten hat, wie es die Politik gerne gehabt hätte. Es tut mir leid, ich möchte mich politisch im Ganzen eigentlich nicht äußern, aber das ist eine Sache, die mir sehr nahe geht. Ich hätte dieses Video auch am liebsten viel eher aufgenommen. Aber ich war nicht wirklich in der Lage dazu. Als ich es am Donnerstag Nacht habe ich den Artikel durch Zufall gesehen, gelesen. Und ich dachte erstmal, es wäre ein Fake. Ich bin erstmal auf Google gegangen und habe das gegoogelt. Dachte ich, das ist ein Fake, das ist eine Fake-Meldung, das kann nicht sein. Und ich muss sagen, ich habe noch nie über jemanden geweint, den ich niemals persönlich getroffen habe, den ich persönlich nicht kannte. Aber der Tod von Clemens Ahwey geht mir extremst nah, denn das zeigt einfach, wie unsere Gesellschaft gestrickt ist, was in unserer Gesellschaft bis heute erlaubt ist. Mobbing ist überhaupt gar kein Thema. Sämtliche Schulen sprechen sich von Mobbing frei. Wie viele Kinder schon allein in der Schule leiden unter Suizidgedanken, unter Selbstverletzung. Und es geht weiter bis ins Erwachsenenalter. Da wird es noch immer schlimmer. Denn wenn man einen Titel hat, wenn man sich gegen etwas ausspricht, wogegen man sich nicht aussprechen sollte, dann wird man komplett im ganzen Land kaputt gemacht. Und alle schauen dabei zu und das ist in Ordnung. Ich bin mir auch sicher, dass es da draußen Menschen gibt, die sagen, hey, ja, es ist ja kein Problem, weil ich meine, hätte der
selbst schuld bei so einer Meinung. Ja, es gibt mehrere Menschen, die sind der Meinung, selbst schuld, wenn er so einen Scheiß verbreitet. Das sind dann meistens Menschen, die sich nie neutral seine Videos angeschaut haben. Die haben sich noch nie versucht, seine Seite zu verstehen, haben sich noch nie die Studien angeschaut, die er verlinkt, haben sich noch nie wirklich mit diesen Menschen beschäftigt. Es reichte oftmals schon, andere Meinung vertreten, ich gucke einmal im Schnelldurchlauf das Video an und finde alles scheiße und berichte dann davon, wie scheiße ich es finde. Weil wenn ich die Meinung vertrete wie die Masse, dann wird mir sowieso jeder zustimmen und niemand wird das, was ich schreibe, hinterfragen. Und genau so war das. Es tut mir leid, dass ich so ein negatives Video mache, aber ich bin so wütend und so schockiert über das, was passiert ist, dass ein unglaublich wichtiger Mensch von uns gegangen ist, der uns noch hätte so viel geben können, der noch so vielen Menschen hätte helfen können. Und dass wirklich niemand dafür jemals zur Rechenschaft gezogen wird. Denn Mobbing ist in Ordnung. Menschen schlecht machen ist in Ordnung. Sie kaputt zu machen ist in Ordnung. Eine krasse Sache, ich erinnere mich noch, dass in einem seiner Videos hat Clemens damals auch erzählt, da war Corona noch im Gange. Ich glaube, da hatte er gerade keine Maske und hat sich, glaube ich, ein Tuch vorgehalten oder ähnliches. Er hat sich an die Regeln gehalten übrigens. Aufgrund dessen wurde er auf offener Straße zusammengeschlagen. Weil er gerade keine Maske parat hatte, sondern sich das Tuch vorgehalten hat. Das war auch noch nicht mal eine große Sache. Also er hat sich jetzt nicht stundenlang in einem Gebäude aufgehalten oder ähnliches. Aber selbst dann ist dies keine Entscheidung. Und ich finde einfach, wenn man jetzt mal bedenkt und sich durch den Kopf gehen lässt, wie diese Menschen agieren, dass sie jemanden zusammenschlagen, weil dieser Mensch keine medizinische Maske getragen hat. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und das Ganze ist zu uns laufen gekommen durch die Medien, durch die Panikmache in den Medien. Ich möchte nicht wie ein Verschwörungstheoretiker klingen, aber so ist das. Hätten die Medien anders berichtet, hätten auch die Menschen anders gehandelt. Das schwöre ich euch. Dann ging es weiter, dass ich irgendwann, ist mir aufgefallen, dass viele Videos bei Clemens auf dem Kanal gefehlt haben, auf seinem YouTube-Kanal. Dachte ich, wo sind die ganzen Aufklärungsvideos hin? Ich kannte keinen Kanal, der es besser und präziser erklärt hat wie er. Verständlich auch für Laien. Zwischendurch musste man mal ein bisschen genauer hinhören, weil da wurde es ein bisschen komplizierter. Aber er wollte eben auch bloß keine Falschinformationen herausbringen. Deswegen, manche Sachen gingen ein bisschen mehr in die Tiefe. Aber trotzdem, wenn man sich dran gesetzt hat, war es möglich, es zu verstehen. Er war wirklich sehr, sehr korrekt in seiner Ausführung, in seinen Videos. Und sämtliche Videos waren weg. Und dann habe ich ein Video mir angeschaut, wo er erklärt hat, dass, da sind wir bei dem nächsten Punkt, Zensur, dass er immer wieder Verwarnung bekommen hat, weil er angeblich Falschinformationen verbreiten würde. Wo man sich fragt, was für Falschinformationen. Clemens hat, ich hoffe, es ist in Ordnung, ihn mit dem Vornamen zu nennen, aber er hat aufgeklärt, was ist ein Totimpfstoff, wie wirkt ein Totimpfstoff, was ist ein mRNA-Impfstoff und wie wirkt ein mRNA-Impfstoff, was sind da Falschinformationen. Auch dies hat er immer alles unten in den Infoboxen alles zu verlinkt. Sämtliche Informationsseiten. Es war nie einfach so out of the blue gepickt, nie. Nicht bei ihm. Und trotzdem
musste er dann alles entfernen, also hat er hinterher alles entfernt, weil ab einer bestimmten Anzahl an Benachrichtigungen bei YouTube wird dann einfach der ganze Kanal gesperrt, komplett. Und er wollte natürlich trotzdem noch Aufklärungsarbeit leisten, zwar über andere Thematiken, sprich über das Immunsystem und ach, einfach alles Mögliche, was erlaubt war noch, worüber man berichten durfte. Und deswegen hat er dann alles rausgenommen. Ich mir denke, wo sind wir eigentlich gelandet? Er hat nie Partei ergriffen in seinen Videos. Ich bin bei so etwas sehr sensibel, sehr geschult. Auch wenn ich Nachrichten mir anschaue, merke ich sofort, wenn die Nachrichtensprecher in eine bestimmte Richtung lenken wollen. Man kennt das vielleicht in der Oberstufe, in der Schule lernt man das ja auch, dass man sich Sachtexte durchliest und guckt, sind die wirklich sachlich geschrieben oder wird dann doch mit bestimmten Wortwahlen in bestimmte Richtungen gelenkt, aber vorsichtig unterbewusst, also dass das unterbewusst stattfindet und unauffälliger. Und es war, und das Lustige, was heißt lustig? Es ist nicht wirklich lustig, aber das Krasse, alles, was er prophezeit hat, in Anführungsstrichen, wo er gesagt hat, das und das kann passieren mit dem mRNA-Impfstoff, das und das sind die Gefahren. Das ist alles eingetroffen. Das ist jetzt alles im Nachhinein. Es kommt ja immer mehr raus. Man sieht immer mehr Reportagen, auch im Fernsehen darüber, auch auf öffentlichen Sendern. All das kommt momentan mehr und mehr raus. Das heißt, er hat keine Fehlinformation verbreitet. Er hat auch nicht gesagt, das wird passieren, sondern die Gefahr ist da, dass das passiert, das könnte passieren. Und ich persönlich finde, ja, das ist wichtig vorab, auch wenn man sich dafür entscheidet, sich impfen zu lassen. Jeder hat das Recht, frei zu entscheiden. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist nur, wenn die Menschen nicht vorab komplett aufgeklärt werden, auch über die Gefahren. Und dann kann man immer noch entscheiden, hey, ich gehe das Risiko trotzdem ein oder vielleicht, hey, ich gehe es doch lieber nicht ein. Clemens hat niemandem die Entscheidung abgenommen und gesagt, nein, lasst euch nicht impfen. Das hat er nie getan. Und trotzdem wurde er so fertig gemacht und kaputt gemacht. Und es wird so von der Gesellschaft akzeptiert. Im Hintergrund, in den Schatten, sind noch viele weitere Dinge abgelaufen. Auch bei den anderen Wissenschaftlern, Ärzten, die andere Meinung vertreten haben, die nicht gewollte Meinung vertreten haben. Geschichten, wo man denkt, die kommen aus dem Dritten Reich teilweise. Das will man gar nicht glauben. Aber sie kam nie wirklich an die Öffentlichkeit, weil es nicht gewollt war. Und ich möchte hier einfach mit diesem Video ein bisschen zum Nachdenken anregen, was Cybermobbing, ich möchte das schon gar nicht mal Mobbing nennen, aber im Grunde zählt es ja noch unter Mobbing, anrichtet, generell Mobbing, was Medien anrichten können. Jeder Einzelne, der Artikel schreibt, ob es in der Zeitung ist, in einem Blog, Reportagen verfasst, was auch immer. Jeder, der im sozialen Netz aktiv ist oder auch in anderen Zeitungen, generell jeder, der Kontakt zur Öffentlichkeit hat, sollte sich immer dreimal fragen, wie er eine Person darstellt. Wir sollten alle ehrlich sein, auch wenn wir über jemanden berichten, der eine andere Meinung vertritt als wir selbst. Sollten wir doch so ehrlich sein, uns wirklich ernsthaft mit diesem Menschen zu beschäftigen, bevor wir ihn in den Dreck ziehen. Und uns darüber im Klaren sein, was passiert oder passieren kann, wenn wir jemanden einfach in den Dreck ziehen, weil uns die Meinung gerade nicht passt, weil es vielleicht tolle Klicks gibt. Wenn jemand fertig gemacht wird, ja, komm, das ist toll, da gibt es unglaublich viele Klicks drauf. Aber ist es das wert, dass ein Mensch am Ende des Tages sich umbringt, weil er es nicht mehr aushält?
ein Mensch, der wirklich total was drauf hatte, der so viel für die Allgemeinheit getan hat und einfach nur Menschen helfen wollte. Und er hat auch Menschen geholfen. Er wollte nicht nur, er hat es getan. Ich hoffe einfach, dass dieses Video ein paar Menschen erreicht. Vielleicht auch schon im kleinen Sinne, dass wir anfangen umzudenken und uns einfach bewusster werden über unser Handeln und unser Tun. Und ich wünsche einfach der Familie unglaublich viel Kraft. Es tut mir leid, dass ich hier ohne Skript sitze und kurz vorm Heulen bin. Aber tatsächlich ist das eine Sache, die mich unglaublich mitnimmt. Es wäre schon schlimm gewesen, wäre er auf natürlichem Weg umgekommen, im Autounfall oder ähnliches. Das wäre schlimm gewesen. Aber ich finde, wie es jetzt passiert ist, dass es Suizid war, aufgrund dessen, was alles gegen ihn gefeuert wurde, das ist etwas, was unverzeihlich ist. Und noch schlimmer finde ich es einfach, dass die Menschen davonkommen, die dafür verantwortlich sind. Und dass diese Menschen werden in Zukunft genauso weiter handeln, da bin ich mir so sicher. Sie werden weiter so handeln, wie sie es mit Clemens getan haben. Wenn sie das nächste Opfer haben, werden sie das nächste Opfer fertig machen. Und sobald da jemand ist, der damit nicht mehr klarkommt, der das nicht mehr aushält, über Jahre hinweg ging das Ganze, über Jahre hinweg hat er gelitten, dann wird Wikipedia, Volksverpetzer und viele andere Online-Formate wahrscheinlich noch mehr Todesopfer fordern. Nur weil jemand nicht deren Meinung vertritt. Nicht die Meinung der großen Allgemeinheit, nicht die Interessen der Konzerne vertritt. Ja, es ist leider so, wenn man sich in das Ganze mal mit beschäftigt. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen schönen Abend und nächste Woche werde ich wieder ein magisches Video hochladen. Aber ich wollte dieses Video einfach ausbringen, weil mir dieser Mensch unglaublich im Herzen lag, weil er sowas Wichtiges in diese Welt getragen hat für uns alle. Und auch wenn er jetzt nicht mehr da ist, kann ich jedem von euch seine Bücher ans Herz legen. Wie gesagt, Heilungskurs der Natur ist mein totaler Favorit. Er hat noch weitere tolle Bücher rausgebracht. Er hat, wie gesagt, auch eine kleine Lektüre zu den Impfungen rausgebracht, wo er das sehr, sehr gut erklärt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, trotzdem noch. Und wir sollten alle nicht traurig sein. Ich sollte auch nicht traurig sein. Denn damit ist niemandem geholfen. Noch einmal vielen, vielen Dank für alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Und ich hoffe, dass alle, die vielleicht auch unter Mobbing leiden, gemobbt werden, fertig gemacht werden, ob es im kleinen Rahmen ist, in der Schule, was auch schon schlimm genug sein kann. Auch das hat schon viele Opfer gefordert. Auf der Arbeit. Vielleicht sind auch Menschen dabei, die eine größere Reichweite haben und generell schon gesellschaftlich fertig gemacht werden, was auch immer. Bitte, bitte bleibt stark. Denn ich bin mir sicher, alle, die einen anderen Weg gehen, wir alle haben es nicht leicht. Und trotzdem müssen wir stark bleiben. Denn ich denke, dieser andere Weg ist ein wichtiger Weg für die Gesellschaft. Also bleibt alles stark, Kopf hoch. Und ich habe euch wirklich doll lieb an all meine Follower. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch mit mir diese Hexenjourney geht und alles Mögliche. Und ich würde dann sagen, bis dann. Seid gesegnet, passt bitte auf euch auf. Und ach ja,
Ich blende hier nochmal eine Nummer ein, falls Zuschauer gerade Suizidgedanken haben, Probleme mit Suizid oder ähnlichem, blende ich hier eine Hilfe-Hotline ein, dass ihr euch Hilfe suchen könnt. Und dass ihr weiterhin unter uns bleibt. Also bis dann. Seid gesegnet, passt bitte auf euch auf und bis dann. Ciao.